ich bin Loreen. Ich schreibe auf meinem eigenen Blog tagessuppe.at über Nachhaltigkeit und ein Zero Waste Leben. Und ich leite bei Zero Waste Austria die Events, die Kooperation und das Marketing. Und ich nehme euch heute von der Couch aus mit zu meinem How to have a sustainable Kleiderschrank. Warum brauchen wir überhaupt einen nachhaltigen Kleiderschrank? Eigentlich gibt es zwei Gründe. Der eine ist Umweltbelastung und der andere sind die Arbeitsbedingungen. Wenn es um Umweltbelastung geht, ist die Fast Fashion Industry eine der umweltschädlichsten Industrien, die wir überhaupt haben. Woran liegt das? Es sind ganz viele verschiedene Gründe. Ich nenne zwei Beispiele. Das eine ist zum Beispiel sowas wie konventioneller Baumwollanbau. Da werden ganz, ganz viele Pestizide eingesetzt. Diese Pestizide landen am Ende nicht nur in der Umwelt, sondern auch auf unserer Haut, weil wir die Sachen dann natürlich tragen. Das heißt, es ist nicht nur umweltschädlich, sondern auch gesundheitsschädlich für uns selber. Die Haut ist unser größtes Organ. Ein anderes Beispiel wäre die Färbungen, wo diese Chemikalien einfach in den Flüssen landen oder da einfach reingepumpt werden, ungefiltert natürlich. Der zweite Punkt sind die Arbeitsbedingungen. Die Bezahlung ist unfair, ganz oft grenzt es an Ausbeutung. Der Arbeitsplatz ist oft unsicher, wenn nicht sogar lebensgefährlich zum Teil. Es wird von sexueller Belästigung gesprochen und all diese Punkte spielen da natürlich rein. Es sind nicht nur diese beiden Gründe, also die Umweltschädlichkeit und die unfairen Arbeitsbedingungen, sondern es gibt auch eine absolute Intransparenz in der ganzen Supply Chain, wenn es um die Fast Fashion Industry geht. Dafür gibt es ein Beispiel. 2013 war der Fall Rana Plaza. Dort ist eine Fabrik eingestürzt, sind über 1300 Menschen ums Leben gekommen, es wurden viele mehr verletzt. Die Arbeiterinnen haben vorher angemängelt, dass die Fabrik baufällig ist und trotzdem wurde nichts unternommen. Was dann rausgekommen ist, ist, dass namhafte Brands, die wir alle kennen, der Fast Fashion, dort produziert haben. Und dass sie aber angeblich nicht wussten, dass sie dort produzieren. Das heißt, es gibt eine riesen Intransparenz in dieser gesamten Supply Chain und das muss einfach getackelt werden. Die Gründe für einen nachhaltigen Kleiderschrank sind einmal Umweltbelastung, einmal die Arbeitsbedingungen und eben einfach diese Intransparenz in der ganzen Supply Chain. Der erste Tipp ist, wenn neu, dann fair. Wenn man bei einem Fair Fashion Label kauft und am besten noch bei einem lokalen Fair Fashion Label, dann ist es so, dass einfach der CO2-Ausstoß so gering wie möglich ist. Zum einen, weil natürlich meist lokal produziert wird oder zumindest europaweit produziert wird. Zum anderen wird darauf geachtet, dass eben so umweltfreundlich wie möglich produziert wird und die Arbeitsbedingungen sind fair. Das heißt, wenn neu, dann fair. Der zweite Tipp ist Secondhand First. Wenn ich was Neues brauche und bekomme das Ganze Secondhand, sind natürlich die Ressourcen einfach schon im Umlauf. Das heißt, der ganz große Vorteil an Secondhand-Mode ist, dass keine neuen Ressourcen verbraucht werden, sondern eben einfach das genutzt wird, was schon da ist. Und das können Secondhand-Läden sein, das kann aber genauso was von einer Freundin oder der Mutter sein oder wie auch immer. Das heißt, dass man einfach schaut, okay, gibt es vielleicht schon was im Umlauf, was ich noch weiter nutzen kann. Der dritte Tipp ist Leihen. Insbesondere wenn es um spezielle Anlässe geht, wie eine Hochzeit, wie das Oktoberfest, ist es umweltfreundlicher und nachhaltiger, wenn ich mir das Ganze einfach irgendwo leihe. Und wenn ich nichts im Umfeld habe, dann gibt es tatsächlich mittlerweile auch coole Initiativen, wie zum Beispiel in Wien Endlos Fesch. Das ist eine Fashion Library, wo man hingehen kann und sich eben insbesondere spezielle Teile leihen kann für One Occasion. Das heißt, auch da bleiben die Sachen einfach im Umlauf, werden natürlich von mehreren Leuten genutzt und es ist deutlich nachhaltiger, als sich ein Kleid zu kaufen, was man dann für 100 Jahre im Schrank hat und nur einmal anhatte. Der vierte Tipp ist Minimalismus. Was auch immer das für einen selber heißen mag, der wichtige Punkt dabei ist, dass man aussortiert und sich bei diesem Aussortieren zum einen darüber bewusst wird, welche Sachen man wirklich mag, vielleicht auch tatsächlich seinen eigenen Stil dabei findet und vor allem auch sich darüber bewusst wird, wie viele Sachen man tatsächlich zu Hause hat, die man nie anzieht und die man eigentlich auch nicht leiden kann. Weil erst dann fängt man auch an, bewusster und kritischer zu konsumieren. Der fünfte Tipp ist Upcycling und Reparieren. Ob man jetzt gut ist beim DIYs machen und ob man gut mit der Nähmaschine umgehen kann, hat damit eigentlich wenig zu tun. Sondern Reparatur heißt einfach, dass man Sachen so lange im Umlauf lässt und dadurch natürlich auch wieder ressourcenschonender agiert und sie eben einfach repariert. Und das muss man nicht selber machen, sondern man kann die Sachen ja auch zum Schuster, zum Schneider bringen oder was auch immer. Aber nur weil ein Ding kaputt ist, heißt es nicht, dass es gleich in der Tonne landen muss. Das andere ist Upcycling. Ob man jetzt sein altes T-Shirt zu einem neuen T-Shirt macht und es gibt da wahnsinns viel YouTube-Ideen und Tutorials, wie man das machen kann, auch ohne, dass man auch nur einen Knopf annähen kann.
Auf jeden Fall kann man natürlich so alten Sachen neues Leben einhauchen und entdeckt vielleicht dabei auch seine eigene Kreativität. Upcycling heißt aber nicht nur, dass man aus einem alten T-Shirt ein neues T-Shirt macht oder daraus einen Rock macht oder was auch immer, sondern auch sowas wie, ich benutze mein altes T-Shirt zum Beispiel zum Putzen. Das heißt tatsächlich einfach kreativ werden in dem, was man mit den alten Teilen noch machen kann. Der letzte Tipp ist vielleicht der wichtigste. Ich kann es nicht schöner sagen, als Vivian Westwood es getan hat, und das ist buy less, choose well, make it last. Das heißt, der allerwichtigste Punkt ist nachhaltiger Konsum und kritischer Konsum. Sich darüber bewusst werden, muss ich etwas wirklich kaufen? Das ist egal, ob es fair ist, ob es Secondhand ist oder ob es sonst was ist. Es geht tatsächlich einfach darum, zu überlegen, brauche ich dieses Ding? Und es ist ein Prozess. Das dauert wahnsinnig lange, weil wir natürlich auch in einer Gesellschaft leben, in der Konsum eine riesige Rolle spielt. Aber selbst wenn ich zu H&M gehe und mir überlege, okay, brauche ich von den 5 T-Shirts wirklich alle 5 und ich gehe nur mit einem raus, ist das schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, Konsum kritisch hinterfragen. Allerwichtigster Schritt, um nachhaltig zu agieren, um einen nachhaltigen Kleiderschrank zu haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Tipps helfen euch, vielleicht ein bisschen mehr von Fast Fashion in Richtung Fair Fashion zu gehen. Wenn ihr weitere Inspirationen wollt, bekommt ihr die natürlich auf meinem Blog, genauso auf der Seite von Zero Waste Austria. Und wenn ihr uns unterstützen wollt in diesen Zeiten, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Zero Waste Austria ist organisiert als Verein, das heißt, es gibt natürlich Mitgliedschaften, damit helft ihr uns enorm. Genauso aber, wenn ihr an einem unserer Events teilnehmt. Wir machen gerade super viel online, da gibt es von Webinaren über Workshops eigentlich alles, was das Nachhaltigkeitsherz begehrt. Also schaut euch einfach um, ich freue mich, wenn ich euch irgendwie wiedersehe und bedanke mich.